Warum habe ich mich für die Sparkasse damals entschieden? Ich wollte immer mit Menschen arbeiten. Also ein Bürojob mit Computer ist mir zu langweilig. Ich wollte immer mit Menschen arbeiten, Menschen beraten. Und das kann man in der Sparkasse wunderbar. Die Sparkasse ist für uns als Stadtgemeinde Amstetten sehr, sehr wichtig. Und nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Ortsteilen. In Allersdorf, Ulmerfeld, Haus-Meining, Neufurt. Es ist eine Bank für die regionale Geldversorgung. Da ist sehr, sehr viel Vertrauen in der Bevölkerung drinnen. Unser fünfköpfiges Team an Spezialisten betreut ca. 3000 Kunden hier in der Filiale. Bei finanziellen Angelegenheiten gibt es keine Standardlösungen. Darum ist uns das persönliche Gespräch mit unseren Kunden sehr, sehr wichtig. Wir nehmen uns Zeit, wir sprechen die Sprache unserer Kunden. Der Name Kompetenzcenter war für uns ganz wichtig. Kompetenz bedeutet für uns einerseits die fachliche Kompetenz bei den verschiedenen Kernthemen, die wir abbilden, Versicherung, Veranlagen und so weiter, aber auch die soziale Kompetenz und versuchen bei jedem Termin einen begeisterten Kunden zu gewinnen. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Amstetten ist in Bewegung und ich denke, die Sparkasse ist auch in Bewegung. Wir kooperieren sehr, sehr gut und bei jeder großen Sportveranstaltung ist die Sparkasse mit dabei. Und es gibt auch einen wunderbaren Sportauftrag. Ich denke da an die City Games oder den Kinderhilfelauf. Also man tut auch Gutes im sozialen Bereich. Wir unterstützen regional viele Vereine und Veranstaltungen. Für mich als Hobbyläufer ein Highlight jedes Jahr der Zwei-Stege-Lauf, den der LC Neufurt veranstaltet. Wir verpacken den Matchbartag in ein Oktoberfest seit vielen Jahren, verwöhnen unsere Kunden mit Weißwürste und Ausschank. Das Schönste für mich ist aber immer wieder der Luftballon, den ich dem kleinen Kind in die Hand drücke, das Glänzen in den Augen immer wieder ein Erlebnis. Ich wünsche der Sparkasse und dem gesamten Team 3 Gs. Viel Glück, Gesundheit und ein gutes Wachstum.